Ja, rock, meine lieben Freunde. Heute wieder mal ich. Wie so oft in letzter Zeit. Ja, Mario hat mal wieder ein Paket gekriegt und es geht um die nette Dame. Hinata. Hinata im Badetuch. So. Ja, also beim Bad, bei den heißen Quellen, hat man ja öfters in der Serie gesehen. Mir hat die Statue von den Bildern her sehr angesprochen. Bin gespannt, wie das jetzt in Natura aussieht. Und dann hoffe ich, dass euch das Ganze gefällt. Lasst gerne ein Abo da oder einen Kommentar. Genau, oder Like wäre recht cool. Genau, dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Naruto? Ich probier's mal ohne Stürzen. Probier mal. Na, ja doch. Boah, das ist schwer. 10 Minuten später. Ich hab dich ein bisschen unterschätzt. Schönes Kabel. Zur Schachtel. Ja, ich finde sie farblich sehr stimmig. Ich finde es auch lieb, es ist das Produktbild mit einem Hintergrund. Ja. Finde ich auch recht lässig. Das Einzige, was ich schade finde, weil es ist ja vorne und hinten das Produktbild an, weil angeblich ist ja ein zweiter Kopf dabei. Einmal so im Real-Style und einmal Dass sie nicht beide Köpfe genau, oben hätten, ja. Ne? Das wäre cooler gewesen. Aber andererseits ist das jetzt auch noch eine Überraschung. Genau. Aber das ist eigentlich recht süß geworden. Ne? Auf der Seite, keine Ahnung, was das heißen soll. Wahrscheinlich ja, Hinata. Du kannst das eh lesen. Ich muss ja nicht jeder wissen, dass ich Japanisch kann. Dann auspacken. Schauen wir mal rein. Open it. Open it. So, jetzt haben wir die gute Dame zusammengebaut. Mami ist fertig. Mami. Eigentlich geil. Ich muss jetzt sagen, qualitativ hätte man weniger erwartet. Mhm. Optisch wirklich schön, was nicht erwartet wurde, weil auch auf den Produktbildern die ganzen Bambusgeschichten und so, die waren so einfärbig und so. Und hier ist doch eine schöne unterschiedliche Farbgebung drin im Bambus. Ein bisschen dunkel und ein bisschen heller und so. Sieht eigentlich nett aus. Nein, wir haben uns das jetzt extra nochmal angeschaut und es ist in Natura schöner als auf den Produktbildern. Ja. Ein paar kleine Mankos hat das Ganze, weil sie hat in ihrer rechten Arschbacke einen Magneten, dass sie dann fest am Felsen sitzt. Ja, wenn du das zusammenbaust, geht es einfach nicht. Mit dem, was durchgesteckt ist bei den Füßen, das funktioniert dann nicht mehr, ne? Weil die Maße dann scheint nicht ganz perfekt. Ich denke, da haben sie einen Magneten irgendwo falsch positioniert. Sie heute trotzdem, ich glaube, wenn sie das angreift, sie wackelt zwar, aber es passiert nichts. Vielleicht werden wir mit so grüner Knetmasse da ein bisschen was unter den Arsch schmieren und dann nochmal draufsetzen, dass sie nicht ganz hin und her kann, dann glaube ich, passt das. Jo. Also es ist jetzt nichts, wo ich sage, um Gottes Willen. Mhm. Es war sonst vom Zusammenbau recht easy. Bis auf der Zusammenbau zwischen Wasser, Füße und Hinata. Das war recht interessant, weil da brauchst du fast einen zweiten dazu. Ja, das ist echt schwierig gewesen. Ich finde auch ihre Köpfe, obwohl auch die Real, wie auch immer Köpfe, die finde ich deutlich besser als bei meiner Hinata. Also wer das Video noch nicht gesehen hat, der schaut es euch an. Schaut es euch gerne an. Das war eine reinste Katastrophe. Die Hinata sieht einfach nur wirklich schlecht aus. Und da ist die auch mit ihren echten Köpfen deutlich schöner geworden. Ja? LED hat sie keins, Limitierung hat sie keine. Sie ist einfach da zum Anschauen. Na, das war Sinn und Zweck. Das war das, was mir angesprochen hat auf den Produktbildern. Finde ich recht stimmig. Mhm. Das ist jetzt noch ein bisschen Schamisen. Wie heißt er jetzt schnell? Gamatatsu? Gamatatsu, ja. Gamatatsu ist auch dabei.
Den finde ich ziemlich cool, dass er da sitzt, weil es Naruto sein Frosch halt, einer seiner vertrauten Geistern. Finde ich super. Wie gesagt, wenn ihr ein bisschen Vergleichsvideo sehen wollt zu einer anderen Hinata, wir haben eh bereits eine ausgepackt. Wenn euch generell so ein bisschen Naruto-Statuen interessiert, wir haben eh jetzt mittlerweile schon 7-8 Videos haben wir. 7-8 Videos. Ja. Schaut gerne mal vorbei. Und es wird auch immer mehr Naruto. Genau. Na, von dem her, danke fürs Zusehen. Kommentiert gerne. Schreibt einmal in die Kommentare, wie euch das Ganze gefällt. Und lasst ein Like da, dann sehen wir uns beim nächsten Video. You're up! We're all women here. But they just keep floating up. Of her chest, that is. What happened here? You're up.